Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Folge 3. Der Cellobesitzer. An einem wunderschönen Nachmittag trifft Peanut auf Cellistan und seinen Diensthund. Nachdem Peanut merkt, dass Hahn sein Cello im Bus vergessen hat, sie ihn zu finden, um ihm sein Cello wiederzugeben. Als Peanut mit Hahn und seinem Hund zu Hahns Cellounterricht geht, lernt Peanut mehr über Hahn und dass er Lampenfieber hat. So wie es sich Hahn wünscht, bringt Peanut ihn zu den Bergen und muntert ihn auf, dass alles gut wird und dass er den Klängen der Natur zuhören solle. Gewinnt er sein Selbstbewusstsein zurück und spielt sein Cello vor ganz vielen Leuten. Doch wird er auch bei dem eigentlichen Konzert alles gut machen? Bleibt gespannt auf weitere Tayo-Videos! Lani, die Prinzessin! Die Straßen in der Stadt sind immer voller Autos und Busse. Aber heute scheint der Verkehr schlimmer zu sein als sonst. Die Straßen sind heute verstopft. Hey, Lani. Huh? Huh? Sieh du. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Aber warum ist heute so viel Verkehr? Weil uns heute eine Prinzessin aus einem Nachbarland besucht. Eine Prinzessin? Sieh mal, da kommt sie. Lani war von der schönen Prinzessin fasziniert. Was? Du hast eine Prinzessin gesehen? Mhm. Sie war wunderschön. Wie sah sie denn aus? Na los, raus mit der Sprache. Okay, ich sag's euch. Sie hatte ein schönes Kleid an. Und ein funkelndes Diadem mit Juwelen auf dem Kopf. Und wurde von vielen schicken schwarzen Autos begleitet. Wow! Und überall rollten sie den roten Teppich für sie aus. Wow! Das ist einfach fantastisch! Oh, ich wünschte, ich wäre eine Prinzessin. Oh? Was soll das heißen? Du kannst keine Prinzessin sein. Warum nicht? Kann ich wohl. So geht das nicht. Es kann doch nicht jeder eine Prinzessin sein. Oh, da hast du wohl recht. Bis später. Oh? Arme Lani. Sie ist enttäuscht, dass sie keine Prinzessin sein kann. Wenn ich nur für einen Tag eine Prinzessin sein könnte. Wow. Wow. Du kannst keine Prinzessin sein. Ich werde wohl nie eine Prinzessin sein. Am nächsten Morgen versammelten sich die kleinen Busse vor der Werkstatt. Ich glaube, Lani geht es nicht so gut. Ja, aber ich kann trotzdem keinerlei Fehler bei ihr finden. Ich will Prinzessin sein. Was hat sie gesagt? Ich will auch Prinzessin sein. Hey, Kinder. Ich glaube, ich weiß, was ihr tun könnt, damit sich Lani besser fühlt. Wirklich? Ja, ich glaube, Lani ist sehr enttäuscht, dass sie keine echte Prinzessin ist. Also, wie wäre es, wenn ihr sie für einen Tag eine Prinzessin sein lasst? Sie soll eine Prinzessin sein? Auf keinen Fall! Nein! Warum würden wir das tun? Wir können Lani nicht einfach so zurücklassen. Komm schon, Rogi! Ja, es ist doch nur für einen Tag. Ne? Okay. Lani, rate mal! Wir machen dich!
Für einen Tag zur Prinzessin! Ich? Eine Prinzessin? Ja, Prinzessin! Wir stehen Ihnen zu Diensten! Oh, oh, oh. Ihr seid die Besten! Ah. Hey, ich dachte, sie wäre krank! Ich auch! Hm. Okay, jetzt erkläre ich euch die Regeln. Nummer 1. Ihr müsst mich zu jeder Zeit Prinzessin Lani nennen. Okay, Lani. Nein, du musst Prinzessin Lani sagen. Oh. Ja, Prinzessin Lani. Nummer 2. Ihr müsst immer gut auf mich aufpassen, ganz egal, wohin ich fahre. Okay. Und Nummer 3. Ihr müsst alles tun, was ich euch sage. Alles klar? Was? Das können wir doch nicht machen. Rugi, es ist nur für einen Tag. Ja. Okay. Also gut. Nun, sagt alle Prinzessin Lani. Prinzessin Lani! Sag das nochmal. Diesmal lauter. Prinzessin Lani! Wie lange müssen wir das denn noch machen? Ich weiß nicht, aber ich werde müde. Was macht sie denn da überhaupt? Vielleicht versucht sie, sich wie eine Prinzessin zu bewegen. Wirklich? Also sehe ich jetzt auch aus wie eine Prinzessin? Ja, du siehst komisch aus. Hey, was macht ihr denn da? Ich habe euch doch gesagt, dass ihr mir auf Schritt und Tritt folgen sollt. Schon vergessen? Komm schon, Lani. Bist du noch nicht müde? Ja, wir fahren ja nur im Kreis herum. Vielleicht bin ich etwas müde. Können wir jetzt aufhören? Nein, jetzt könnt ihr mich unterhalten. Das war lustig. Okay, Tayo, du bist fertig. Der nächste ist Gani. Tut mir leid, Prinzessin, aber ich habe doch keine speziellen Talente. Gut. Da du heute so gut warst, bist du fein raus. Der nächste ist Rogi. Was mache ich nur? Ich werde einfach singen. Rogi, 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 so ein kleiner, lieber Bus. Er fährt schnell und bremst ab. Stopp! Was war das? Das war furchtbar. Was? Das war doch kein Gesang. Das war nur Lärm. Mach's doch mal. Sofort. Ich mache es nicht noch mal. Auf keinen Fall. Wie bitte, Rogi? Ich will, dass er sofort bestraft wird. Komm schon, Lani. Lass uns doch aufhören. Ja, wir wollen etwas anderes spielen. Sofort. Aber das war doch eure Idee. Ja, aber du bist zu herrisch. Er hat recht. Hören wir jetzt auf. Das könnt ihr nicht machen. Ich glaub das einfach nicht. Lani, warte! Tayo, der kleine Bus. Sie haben ihr Versprechen gebrochen. Sie sind so gemein. Entschuldigung, kann ich bitte mitfahren? Was? Prinzessin? Du erkennst mich? Natürlich! Ich habe Sie hier vor kurzem gesehen. Na los, steigen Sie ein. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich die Prinzessin getroffen habe. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ich heiße Lani. Schön, dich kennenzulernen, Lani. Also, wohin soll ich Sie fahren? Ich möchte gerne an einen fabelhaften Ort fahren. Ich kenne einen fabelhaften Ort. Soll ich Sie dorthin fahren? Ja, vielen Dank, Lani. Klar. Also fuhr Lani, die Prinzessin, durch eine mit Blumen gesäumte Straße. Sie haben sich köstlich amüsiert. Wow, das ist wunderschön, Lani. Danke, dass du mich hergebracht hast. Kein Problem, aber Sie waren sicher schon an viel besseren Orten als hier.
mit vielen schönen Autos, die sie begleitet haben. Ich war immer so neidisch auf sie. Wirklich? Oh? Aber ich beneide dich, Lani. Mich? Du kannst überall hinfahren, wo du willst. Und kommst an Orte wie diesen, wann immer du willst. Aber ich darf nirgendwo einfach so hingehen, ohne Begleitung. Oder meine Freunde besuchen, wenn ich will. Also musste ich mich von den Wachen wegschleichen, ohne dass sie es merken. Oh, bekommen sie dann keinen Ärger? Vielleicht ein bisschen, wenn ich erwischt werde. Aber ich bin froh, dass ich eine so großartige neue Freundin wie dich kennengelernt habe. Ich auch. Vielen lieben Dank für alles, Lani. Prinzessin, nächstes Mal müssen Sie unser Busdepot besuchen. Dein Busdepot? Ja, dann können Sie alle meine anderen Freunde treffen, Prinzessin. Die werden Sie sicher auch sehr mögen. Okay, ich werde dich bald besuchen. Wir warten auf Sie. Bis später dann, Prinzessin. Auf Wiedersehen, Lani. Ich sollte zu meinen Freunden zurückkehren. Sie könnten sich Sorgen machen. Es ist so dunkel hier. Hallo? Willkommen zurück, Prinzessin Lani. Wir haben Sie erwartet. Oh, wie toll. Hier entlang, Prinzessin Lani. Oh, okay. Oh, wow. Willkommen zu Hause, Prinzessin Lani. Bitteschön. Sie ist für dich. Gefällt sie dir? Sie ist wunderschön. Vielen Dank, ihr Lieben. Tut mir leid, wegen wohin, Lani? Wir werden dich von nun an wie eine echte Prinzessin behandeln. Oh, Jungs. Mir tut es auch leid, dass ich meine großartigen Freunde nicht zu schätzen weiß. Aber jetzt weiß ich, dass es besser ist, gute Freunde zu haben als eine Krone. Ich will keine Prinzessin sein. Ich liebe es, mit meinen Freunden zusammen zu sein. Oh, Lani! Dann brauchst du wohl die Krone nicht mehr. Tja, könnte ich sie nur für heute tragen? Oh, Lani! Nach einem sehr aufregenden Tag wurde Lani klar, dass es besser ist, gute Freunde zu haben, als eine Prinzessin zu sein. Taios Verteidigungsplan für die Erde, Teil 1. Die Sterne funkeln im unendlichen Universum. Anhalten, Prinzessin Rey! Oh nein! Prinzessin Rey wird von Weltraumpiraten gejagt. Oh, was mache ich denn jetzt? Warum fliegt sie durch die gefährliche Zone? Ich hab sie! Dafür werde ich gelobt, wenn ich zurückkomme. Autsch! Ich kann's nicht mehr steuern. Ich muss auf diesen Planeten fliehen. Und das ist der Planet, auf dem wir leben. Die Erde. Wow! Das ist so hübsch! Wow. Es gibt ganz viele verschiedene Planeten im Universum. Frau Teach? Leben auf anderen Planeten auch Autos wie wir? Also, da bin ich mir nicht so sicher. Irgendwo zwischen diesen Planeten ist der Planet Clover. Ich frage mich, wie es Prinzessin Rey wohl geht. Für heute bin ich mit der Schule fertig. Fahren wir zurück zum Depot. Habt ihr das gesehen? Das war doch eine Sternschnuppe. Was? Niemals! Wie kann man eine Sternschnuppe um diese Zeit sehen? Das stimmt. Aber ich bin sicher, dass ich sie gesehen habe. Das ist aber komisch. Freunde, ich sehe mal nach, wo sie gelandet ist. Hallo! Was? Du hast Prinzessin Rey verloren, als du sie fast schon hattest? Es tut mir leid, Papa. Aber ich habe mich doch hier verletzt. Wulli, so kannst du nicht mein Nachfolger werden. Worauf wartet ihr? Fangt mir Prinzessin Rey! Los! Jawohl! Captain, ich habe Prinzessin Rey gefunden. Was?
da ist sie. Denkt sie etwa, wir kennen sie nicht in dieser Verkleidung? Oh nein, Bully hat Hannah mit Prinzessin Ray verwechselt. Prinzessin Ray, diesmal werde ich dich erwischen. Ich glaube, sie ist hier irgendwo gelandet. Was? Ist das nicht Prinzessin Rays Raumschiff? Tayo! Du bist es wirklich, Tayo! Prinzessin Ray? Wie geht es dir? Was machst du denn hier? Ich wurde von Weltraumpiraten verfolgt und bin hier gelandet. Und das ist der Planet, auf dem du lebst. Ich verstehe. Es ist wirklich gut, dass ich dich getroffen habe. Fahren wir erstmal ins Depot. Gut. Ich bin zurück. Hart! Hannah! Ihr seid ja alle da. Oh, wo ist Tayo? Nun, er hat eine Sternschnuppe gesehen und wollte nachsehen, wo sie gelandet ist. Was? Er hat tagsüber eine Sternschnuppe gesehen? Hey, Fangspeed! Kein Problem! Oh! Autsch! Oh. Was machst du, Speed? Oh? Was? Oh! Was ist das? Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Oder doch nicht? Was? Ich kann die Prinzessin nirgendwo sehen. Nein, sie ist auf der Flucht. Soldaten, sucht Prinzessin Ray! Jawohl! Es ist wirklich groß. Tayo, der kleine Bus. Wer ist das? Verschwinden wir. Los. Sagt mir, wo Prinzessin Ray ist. Sonst werde ich ihr alle für euer Schweigen bezahlen. Stopp! Wie kannst du meine Freunde so erschrecken? Im Namen der Gerechtigkeit dulde ich das nicht. Hey, das ist der Superstar Reo. Wenn du nicht sofort aufhörst, wirst du dafür bezahlen. Was? Du wirst für das, was du tust, bezahlen. Was? Das sind echte Laserstrahlen. Schön heiß, oder? Tut mir leid. Wo willst du denn hin? Was magst du uns anzugreifen? Das wirst du bereuen. Vergib mir nur dieses eine Mal. Wenn du mir sagst, wo sie ist, dann lasse ich dich laufen. Was? Du meinst Hannah? Du weißt es also? Wo ist sie? Spuck es aus. Sie müsste im Depot sein. Was? Warum ist hier denn Stau? Eilmeldung. Oh! Heute ist ein riesiges Raumschiff aus dem Weltall am Flussufer gelandet. Ist das nicht Bullys Schloss? Wie man sieht, verwandelt die gewalttätige Bande aus dem Raumschiff die Straße in ein Chaos. Prinzessin Ray, verstecken hilft nicht. Was mache ich denn bloß? Bullys Bande ist mir gefolgt. Oh nein! Ich muss meinen Freunden Bescheid sagen. Oh, Tayo ist so spät dran. Sucht er immer noch die Sternschnuppe? Was sind... Oh nein, sind das nicht... Bullys Soldaten? Das gibt's doch nicht. Was machen die denn hier? Endlich habe ich dich, Prinzessin Ray. Prinzessin Ray? Sind das... Oh nein, ich glaube, die Aliens haben Hannah mit Prinzessin Ray verwechselt. Was? Bringt die Prinzessin sofort her. Ja, Captain. Was? Hannah, lauf weg. Aber beeil dich. Okay. Prinzessin Ray entkommt. Schnappt sie euch.
Du entkommst mir nicht. Das glaube ich wohl kaum. Das habt ihr wohl nicht gedacht, oder? Au. Haltet sofort an. Fangt mich, wenn ihr könnt. Jetzt habe ich dich. Gib mir die Prinzessin endlich. Was? Sie ist weg. Da. Was ist los? Was? Was? Sieh mal dort. Da lang. Schnapp sie. Das war knapp, Hannah. Ich frage mich, ob es Rogi gut geht. Ihm geht's bestimmt gut. Du musst dich jetzt schnell verstecken. Das gibt's doch nicht. Wollt ihr uns denn reinlegen? Ihr entkommt uns nicht. Es ist so laut. Jetzt! Okay. Hier kommen sie nicht rein. Was ist los? Wo kommen diese Bösewichte nur her? Gut, endlich habe ich dich. Gehen wir, Soldaten. Lass mich los. Was? Was ist das? Hannah? Was ist los? Ist etwas passiert? Unsere Hannah wurde von Bully entführt. Was? Es tut mir leid. Das ist alles meinetwegen. Sag das nicht, Prinzessin. Übrigens, wir müssen Hannah retten. Aber diese Aliens sind zu stark. Stimmt. Sie schießen Laserstrahlen und haben einen riesigen Roboter. Dagegen können wir doch nichts tun, selbst wenn wir wollten. Aber, keine Sorge, damit kann ich euch auf jeden Fall helfen. Also gut, so. Was? Das ist doch nur Müll! Und was sollen wir mit diesen Sachen machen? Das werdet ihr schon sehen. Rupi, rubidi, rupi, ru! Das ist toll! Damit können wir Bully bestimmt besiegen. Kinder, die Magie hält nicht lange an. Die Ausrüstung funktioniert nicht, wenn es zu lange dauert. Keine Sorge! Wir retten sie und sind gleich wieder da. Bully darf dich nicht sehen, also versteck dich hier, Prinzessin Ray. Okay. Toll! Die kleinen Busse zur Rettung! Die kleinen Busse sind stärker denn je. Aber können sie Hannah retten? Bully ist zur Erde gekommen, um Prinzessin Ray zu fangen. Aber stattdessen hat er aus Versehen Hannah entführt. Können die kleinen Busse mit Prinzessin Rays Magie Hannah retten? Die kleinen Busse zur Rettung! Taios Verteidigungsplan für die Erde Teil 2. Diesmal entkommst du mir nicht. Warum tust du mir das an? Prinzessin Ray, wirst du weiterhin so tun, als ob du mich nicht kennst? Ich bin Hannah und nicht die Prinzessin, die du meinst. Hannah! Denkst du, ich würde darauf reinfallen? Bully! Ja, ja? Sorg dafür, dass sie nie wieder entkommt. Wer? Ich? Ja, lass mich diesmal nicht im Stich. Das ist deine letzte Chance. Also gut, Papa. Gehen wir! Captain, die Prinzessin wurde gefangen. Können wir jetzt bald gehen? Nein, nein, noch nicht. Ich muss noch einen Freund besuchen. Denk nicht mal daran zu fliehen, Prinzessin Ray. Ich bin nicht die Prinzessin. Lass mich doch endlich raus. Komisch, du siehst ein wenig anders aus als die Prinzessin.
Aber Papa wird böse sein, wenn ich dich gehen lasse. Oh nein, bist du verletzt? Ja. Das sieht schmerzhaft aus. Komm her, ich werde dich reparieren. Vergiss es. Versuchst du mich auszutricksen? Autsch! Keine Sorge. Ich kann es in einer Minute reparieren und es tut nicht weh. Wirklich? Mhm. Freunde, wir sind da! Hannah muss hier irgendwo sein. Wir müssen sie schnell retten. Warte, Robin. Oh. Wir haben zu viele Feinde. Aber zuerst müssen wir es planen. Okay. Also gut, ich bin fertig. Wow, jetzt tut es gar nicht mehr weh. Das ist gut. Übrigens, warum hast du dich nicht gleich reparieren lassen, als du verletzt wurdest? Hier ist es leider so, dass sich keiner um den anderen kümmert. Es war das erste Mal, dass jemand nett zu mir war. Dankeschön. Gern geschehen. Übrigens, ich heiße Hannah. Hannah? Du bist also wirklich nicht Prinzessin Rei. Ich bin Wully und der Weltraumpirat Bully von vorhin ist mein Vater. Wirklich? Ja, alle sagen, ich soll Weltraumpirat werden, wie mein Vater. Aber ich will kein Weltraumpirat sein, der andere tyrannisiert. Das musst du deinem Vater doch sagen. Nein, er wird sehr wütend. Du weißt nicht, wie schrecklich er sein kann. Was? Was ist das für ein Geräusch? Einbrecheralarm! Einbrecheralarm! Tayo? Lass Hannah sofort gehen! Weißt du überhaupt, wo du bist? Du bist sehr mutig, hier alleine herzukommen. Es sind mehr, als ich dachte. Oh, jetzt ist es zu spät für Reue. Denkst du, wir lassen dich gehen? Du büßen! Ich muss jetzt gehen. Toll! Es hat funktioniert, Freunde! Ja. Lani, geht es dir gut? Ja, danke schön. Oh, ist das der Gigant, von dem ihr geredet habt? Ja, das ist er. Wir müssen fliehen! Er schnappt uns gleich! Das wird nicht funktionieren! Tayo, Vorsicht, der Gigant! Was? Okay! Was? Jetzt hat er mich geschnappt! Es hat geklappt! Er ist in das Loch gefallen, das Robi gegraben hat. Wie war's? Du warst fantastisch, Robi! Gut, lasst uns Hannah retten! Okay! Ich hab dich. Ich hab auf dich gewartet, Tayo. Tayo, der kleine Bus. Endlich habe ich mir die kleinen Busse geschnappt. Jetzt können sie mich nicht mehr aufhalten. Es war eine Falle. Macht euch gefasst. Ich räche mich für das, was ihr mir angetan habt. Kinder! Bully, lass mich raus. Ich muss meinen Freunden helfen. Es tut mir leid. Aber das kann ich nicht. Wully, du hast gesagt, du willst andere nicht schikanieren. Will ich auch nicht. Aber ich kann meinen Vater nicht wieder enttäuschen. Wully, bitte. Was mache ich denn bloß? Ich will ihr doch helfen. Aber Papa hat gesagt, dass das meine letzte Chance ist. Jetzt tu! Keine Sorge, ich zerbreche diese Gitter. Die brechen nicht. Denkst du, diese Spielzeuge können sie zerbrechen? Soldaten, bringt die kleinen Busse her. Jawohl! Was ist passiert? Wer hat den Käfig geöffnet? Ich habe ihn geöffnet. Prinzessin Rei?
Wie bist du entkommen? Ich erkläre euch das später. Wie auch immer, seid vorsichtig, Jungs. Keine Sorge, Hannah. Überlass das von jetzt an uns. Mach dich gefasst, Bulli. Was? Was ist los? Autsch. Die Kleeaufkleber haben ihre Wirkung verloren. Oh nein. Jetzt habt ihr keine Waffen mehr. So könnt ihr uns nicht schlagen. Soldaten, bringt mir Prinzessin Rey und die kleinen Busse. Jawohl. Hey, lass sie doch endlich in Ruhe. Frank, Sito und Pat? Wer sind denn diese Typen? Los geht's. Was war das gerade? Das gibt's doch nicht! Kommt heraus! Giganten! Angriff! Er hat doch mehr Giganten! Was ist das denn? Nee. Du! Lass ihn los! Jetzt! Nimm das! Lass uns dranbleiben. Da sind noch viel mehr. Was macht ihr denn? Schnappt sie euch endlich! Wartet alle mal! Hannah ist verschwunden! Da ist sie! Hannah, hier drüben! Komm, steig ein! Schnell! Dario! Wo willst du denn hin? Hör sofort damit auf! Bulli, was machst du denn? Ich will doch nur mit allen befreundet sein. Hört auf zu kämpfen, bitte! Oh, bitte, Papa! Bulli, ist alles okay? Gigant, hol Bulli. Das war's für heute. Wir gehen jetzt zurück. Was? Jawohl! Wow! Prinzessin Rey, wir gehen vorerst zurück. Aber ich gebe noch nicht auf. Los geht's! Okay. Bulli! Was? Herzlichen Dank! Ich danke euch auch. Es tut mir leid, dass ich so viel Ärger verursacht habe. Mach dir keine Sorgen. Wir haben gerade unsere Stadt beschützt. Vielen Dank. Nächstes Mal lade ich euch auf den Planeten Clover ein. Wirklich? Oh, wir besuchen dich ganz bestimmt. In Ordnung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Prinzessin Rey. Prinzessin Rey. Tayo? Tayo? Tayo, du sollst doch nicht im Klassenzimmer schlafen. Ich bin in der Schule? Was? Tayo ist umgezogen. Es tut mir leid, Frau Teach. Tayo, was hast du denn geträumt, dass du im Schlaf so redest? Das war alles nur ein Traum. Gut, also wir machen jetzt mit dem Unterricht weiter. Okay. Die kleinen Busse und ihre Freunde haben sich gegenseitig geholfen, um die Erde gut zu verteidigen. Und Tayo kann nicht glauben, dass alles nur ein Traum war. Danke euch allen vielmals.